Er scheint da ja Potenzial zu sehen, aber ist sich nicht sicher genug, quasi das Potenzial auf die Bücher von seinem Hedgefonds zu nehmen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal, quälen wir uns durch die Specs-Geschichte. Und das sage ich euch, wie es ist. Wir quälen uns dadurch, weil es ist ein relevantes Thema, aber also ich habe versucht, da reinzukommen. Aber es geht mal los folgendermaßen. Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman, der schöne Bill, hat einen Rekord wie mit einem SPAC, also diese Special Purpose Acquisition Company. Also man sammelt Geld ein vorab, ohne den Leuten zu sagen, wofür. Damit, mit so einem leeren Börsenmantel, kauft man eine aktuell nicht börsengelistete Unternehmung und bringt sie so quasi inverse, reverse Merger an die Börse. Die große SPAC-Euphorie an der Wall Street ist vorbei und Bill Ackman steht mit seinem Börsenmantel zunehmend unter Zugzwang. Jetzt plant der bekannte Hedgefondslenker einen Milliardendeal mit der weltgrößten Musikfirma Universal. Und dann, also im amerikanischen Fernsehen, selbst in diesen Börsensendungen, da waren die dann überfordert und dann so, ah ja, Mensch, da kann ja keiner irgendwas mit anfangen, das sind ja alles nur irgendwelche Buchstaben. Die haben dann immer dazu gesagt, Universal, da ist Lady Gaga und Billie Eilish und Taylor Swift. Und dann, jetzt weiß das Publikum, Mensch, das geht mich auch was an. Also das ist, wo die ganzen Stars sind. Und Bill Ackman will da jetzt irgendwie was machen. Zu Bill Ackmans Konzerten geht nie einer. So. Und jetzt kommen wir zum harten Ende. Oh, scheiße. Also, um diesen Spec-Deal zu machen, geht jetzt also quasi der Hedgefonds vom schönen Bill, der heißt ja Pershing Square. Und quasi der Pershing Square hat halt quasi als Börsenmantel etwas dazu gegründet, was sich Pershing Square Ton Team Holding nennt. Und damit hat er 4 Milliarden eingesammelt. Also es gibt keinen von diesen Börsenmänteln, die jemals so eine Dimension angenommen haben. Also man muss sich einfach nochmal überlegen, 1 Milliarde, das sind 1.000 Millionen und davon 4. Und das hat er gesammelt. Oh, und man muss sich überlegen, also quasi, er hat gesagt, ich habe irgendwas mit eurem Geld vor, ich kann euch noch nicht sagen, was. Und er ist irgendwie in den Besitz von 4 Milliarden mit ungefähr dieser Annonce gekommen. Und jetzt für diese 4 Milliarden... Nicht mit der vollen Summe, stellt sich nachher raus, aber er plant 10% von Universal Music. Ihr erinnert euch da, wo Taylor Swift und Lady Gaga unter Vertrag sind. Also er will zu 10% an Universal Music beteiligen. Und hier erspare ich euch jetzt die Details, also, weil das wird auch wieder super komplex. Also Universal, da irgendwie 20% gehören Tencent und dann irgendwie so ein französischer Investor, der das aber sowieso gerade in Holland an die Börse bringt. Es geht eigentlich an die Euronext und gleichzeitig über diesen Börsenmantel sollen jetzt 10% von Universal Music an die Börse gebracht werden. Also fürs Verständnis merken wir uns nur, 10% von Universal Music will Bill Ackman sich sichern. Und diese Pershing Square Tontium Holding macht im Anschluss an diesen Deal jetzt aber weiter. Und hier wird's spannend. Denn also von der Idee her ist Spec ja eigentlich immer, du hast diesen leeren Börsenmantel, damit kaufst du ein Unternehmen, was gerade nicht an der Börse ist. Und dieses Unternehmen geht dann auf in dieser Spec-Hülle und ist dann an der Börse. Und dann ist aber halt quasi, die Spec-Hülle ist weg und die ist dann halt quasi in Form des Unternehmens an der Börse. Und das, was Bill Ackman jetzt machen möchte, das wird danach quasi die Firma wird nicht quasi vom SPAC übernommen, sondern die geht mehr oder weniger in den SPAC rein. Und das ist neu. Also quasi der SPAC von Bill Ackman bleibt danach weiter tätig als etwas, was sich Cash Shell Company nennt. So, und das, also nach diesem Deal, wird halt Pershing Square Capital, also der Hedgefonds von Bill Ackman, Zugriff auf weitere, glaube ich, 2,9 Milliarden und also wahrscheinlich sogar noch mehr. In diese Cash Shell Company mit einfließen lassen. Und dann werden aber halt quasi nach diesem Universal Deal alle diese SPAC-Auflagen, also die sind zeitlicher begrenzt, 2 Jahre, das fällt dann alles weg.
Und dann heißt es auf einmal Special Purpose Inquisition Rights Company. Und sowas hat es noch nie gegeben. Also das ist komplett neu und die Fans sagen, Mensch, das ist total innovativ. Die anderen sagen, der schöne Bill hat halt einfach nur seinen Zweck nicht auf die Reihe bekommen und macht jetzt irgendeine Scheiße damit. So, und dieser Spark wird jetzt, was haltet euch fest, 10,6 Milliarden an Kapital zur Verfügung haben, mit dem er jetzt halt quasi das, was er mit Universal gemacht hat, weitermachen möchte. Also der geht jetzt halt los und kauft noch mehr Anteile an verschiedenen Unternehmen. Keine Deadline, bis wann das Geld ausgegeben werden muss. Und quasi dieses Unternehmen, Pershing Square Tontium Holding, wird auch als eigene Firma an der Börse aktiv sein, sagt Bill Ackman. Konntet ihr mir ungefähr folgen, was da jetzt revolutionär bzw. wild dran ist? Selbstverständlich. Ja, klar. Ich habe so das Gefühl, Bill Ackman zahlt keine Steuern. So, Herr Strelo, ich bin sehr dankbar. Das ist das Einzige, was ich zu dieser wilden Geschichte, du hast das sehr gut alles vorgetragen, Jay. Ich habe kein Wort verstanden oder fast keins. Aber Herr Strelo, die Vorlage schlechthin, wir Oldschooler, ja. Ich habe was Interessantes über Bill Ackman rausgefunden. Der hat nämlich im letzten Jahr, okay, das Steuerjahr ist rum, aber ich will es trotzdem erzählen, weil vielleicht hat es wirklich einen steuerlichen Grund, diese wilde Party. Er hat im letzten Jahr, Anfang des Jahres, also vor dem Corona-Crash, nennen wir ihn jetzt mal, hat er sein Portfolio versichert. Das hat ja, also der hat quasi, hat das nicht auch Burry gemacht Michael damals? Burry, ja. Also genau, okay. Also der hat sein Portfolio versichert und hat Ausfallversicherungen auf das Portfolio sich anbieten lassen von einem Rückversicherer. Und dann ist ja der Crash auch gekommen und er hat, ich nehme meinen Zettel, auf ein Portfolio, was ein paar hundert Millionen Dollar wert war, sein Hedgefonds nämlich. Das ist ja früher, also gegründet hat er mal Gotham Partners und jetzt ist es halt das Pershing Square Konsortium. Und er hat in einem Monat, Achtung, Pause, 2,6 Milliarden Versicherungssumme kassiert. In einem Monat auf sein Portfolio. Ja, das ist Bill Ackman. Schlau, super. Also wären wir gern dabei gewesen bei dem Deal, zumindest für 1% oder so. Und ich habe auch jetzt bei der ganzen Geschichte, die du eben so wunderbar vorgetragen hast, Jay, habe ich auch gerade gedacht, der Typ hat einfach gerade zu viel Plus auf seinem Konto und muss irgendetwas damit tun. Zumal er ja auch von seinen Investmentpartnern und seinen Anleger natürlich, die erwarten ja, dass etwas getan wird. Also Geld einfach nur auf dem Tagesgeld rumliegen lassen, auf dem Konto, das geht ja bei einem Hedgefonds nicht. Also insofern ist mir dieser Gedanke auch spontan gekommen. Aber ich muss dazu sagen, ich weiß viel zu wenig über diese Geschichten. Das ist wirklich die Hochfinanz und die ganz, ganz schlaue Hochfinanz. Und ich kann überhaupt nichts dazu sagen, was die wahren Hintergründe sind. Aber das Thema Speck hat ja genau diesen Makel oder diesen Druckpunkt halt, dass für den Speck, wo du das Geld einsammelst, muss binnen, ich meine, 2-Jahresfrist dann tatsächlich auch eine Akquisition erfolgen. Richtig. Ansonsten muss es nämlich zurückzahlen. Richtig. Und das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich die besondere Pfiffigkeit an der Konstruktion. Nach dem Motto, er kommt dem nach und dann aber durch dieses Weiterreichen und dann eben in einer neuen Company, die so arbeitet wie das Spec, aber ohne dieses Limit, genau. Was zeitlich angeht, das ist schon brillant. Genau. Ja? Er hat sozusagen die Frist ausgesetzt. Ausgehebelt, ne, ja. Über diese Konstruktion, ja. Und dann gibt es auch noch ein Ziel und manchmal machen ja auch Nachrichten Kurse, also im Zweifelsfalle allein schon, ne, diese Erwähnung von Universal, ich habe es jetzt nicht nachvollzogen, aber das ist natürlich, hey, wenn ich irgendwie weiß, dass nächste Woche einer 10% von Daimler kaufen wird, ja, da mache ich doch auch schon auf hohe Kurse, ja. Und nehme das vorweg, also das pusht sich ja dann selber.
Ne? Ja. Also insofern ist das schon große Magie des Geldes, was dort jongliert wird. Und ich glaube, ja, nachvollziehen, dabei sein ist sowieso eigentlich unmöglich. Ja. Trotzdem, das bewegt halt die Nachrichten in den USA sicherlich etwas mehr als bei uns hier. Ja. Aber es ist da eigentlich nur zum Zuschauen da. Also ja. Ich müsste jetzt überlegen, was habe ich davon? Was könnte ich davon machen? Soll ich jetzt diesen scheiß Speck-Anteile kaufen? Das ist mir doch alles schon viel zu abgefahren. Ja. Also insofern, man guckt zu und staunt. Aber du hast schon wieder die nächste Vorlage, Herr Strelo, geliefert. Solche Vorgänge, wie sie Bill Ackman vormacht oder Michael Burry vormacht, wir als ganz kleine Teilnehmer dieses Spiels können das Ganze beobachten, das war das Stichwort, und können daraus für unser eigenes Verhalten bestimmte Schlüsse ziehen. Wir können halt auch überlegen, macht es Sinn, mal aktiver Investor zu sein? Macht es Sinn, passiver Investor zu sein? Wir können, da wir unser Depot als, wenn wir schlau sind und professionell sind, als Betriebsvermögen ansehen müssen und nicht als Hobby und als Sparschwein, können wir daraus lernen, wie man schlaue Deals finden kann. Das ist so das Einzige, was ich daraus noch entnehmen kann. Wir können niemals in dieser Liga spielen, aber die Regeln sind ja immer die gleichen. Und wenn wir heute auch uns über irgendeine Firma, die wir vielleicht zufällig per Stolperstein im Internet gefunden haben und auf einmal deren Geschäftsmodell lesen und uns überlegen, ja, das klingt eigentlich ziemlich interessant und wie der Kurs ist so und das KGV ist so und der Kursbuchwert ist so, dann kann man eben auch diese Handlungen quasi parallel nachvollziehen, nur in halt viel kleinerem Rahmen. Aber wir können lernen, dass es unglaublich Spaß machen kann und innovativ ist und intellektuell fordernd, sich mit Finanztransaktionen und Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Das, glaube ich, können wir lernen. Zwei Vorlagen in einer Sendung. Also das sind Assists, heißt das im Eishockey. Ne? Ja, gucken wir mal, wer noch hier Punkte schießt auch. Also ich als Hedgefonds-Fan, ich finde das ja großartig, was da passiert. Ich blicke da jetzt aus einer ganz anderen Brille drauf. Nämlich die Frage, die ich mir jetzt sofort gestellt habe, ist, wofür? Also um ganz ehrlich zu sein, also ich meine, der hat einen Hedgefonds, der hat den Namen. Was will er jetzt mit dieser zweiten Firma, die eine direkte Korrelation mit seinem guten Namen Pershing Square hat? Also es gibt jetzt halt tatsächlich ein zweites Pershing Square, was auch publicly an einer New Yorker gehandelt wird. Und was genau macht das denn jetzt? Also an und für sich ist es ja quasi, also jetzt nach aktueller Beschreibung, und man kriegt ja nicht so viele Informationen, ist es ja erstmal eine Holding. Also quasi, da liegt halt Kohle, mit der Bill Ackman jetzt einem anscheinend auch Unternehmensanteile kauft. Jetzt muss man aber dazu sagen, wenn du einen milliardenschweren Hedgefonds im Rücken hast, wofür brauchst du eine extra Firma, um damit an dem anderen Unternehmen zu kaufen? Kannst du mit deinem Hedgefonds machen. Das heißt, also in irgendeiner Form scheint er ja hier den Hedgefonds zu hedgen, indem er gewisse Risiken auslagert in dieses neue Unternehmen. Also was macht der? Der fängt jetzt halt an, quasi, also der sieht ja diese Geschichte Specs, die sieht ja ganz anders als wir. Wir haben bis hierhin gedacht, Spec ist halt im Nachhinein einfach nur irgendwie so eine schillernde Person aus der Finanzwelt, zieht los, kauft irgendwelche Unternehmen, beziehungsweise macht diesen Deal fertig, bringt das an die Börse, gut ist. Und er sieht jetzt auf einmal quasi Potenzial, sich partiell, vielleicht später sogar ganz, also ich meine, bei 10 Milliarden im Rücken, da kann man ordentlich mit arbeiten, halt tatsächlich nochmal Unternehmensanteile oder ganze Unternehmen in seine neu gegründete Holding unter dem gleichen Namen zu überführen. Um damit dann, also quasi, er scheint da ja Potenzial zu sehen, aber ist sich nicht sicher genug, quasi das Potenzial auf die Bücher von seinem Hedgefonds zu nehmen. Und das ist ja also quasi erstmal ein großer Vertrauensbeweis in die ganze Idee hinter Specs. Also zumindest von der Seite von Bill Ackman. Dass er halt sagt, also er kommt mit einem extra Unternehmen jetzt nochmal in den Markt, um diese Idee weiter zu forcieren. Leicht abgewandelt, also natürlich absolut zu seinem Vorteil. Das muss man auch dazu sagen. Also beim normalen Spec habe ich als Besitzer dieser Anteile immer die Möglichkeit, ich kann abstimmen, wir machen den Deal nicht. Kommt der Deal nicht zustande, weil wir als Spec-Besitzer gesagt haben, wollen wir nicht, kriege ich meine Kohle zurück. Und bei Blackman
kannst halt einfach nur sagen, also Bill Ackman sagt, wir machen den Deal und du kriegst entweder dein Geld zurück, aber du verlierst das Stimmrecht. Das heißt, er hat quasi eine publicly gehandelte, also quasi eine öffentliche Holding geschaffen, die an der Börse notiert ist, wo wir einsteigen können, mit der Bill Ackman auf unsere Kosten massive Hedgefonds-Deals einfädelt. Und dann, das ist ja neu. Und das ist ja schon irgendwie spannend. Also was hat der Mann vor? Und wo geht das hin? Und was passiert jetzt mit SPACs, wenn jetzt Sparks auf einmal sind? Also ja. Ich habe ja eine Idee, ne? Er kauft sich selbst. Also, ne, also hier GmbH-Geschäftsführer Aufbauseminar. Ne? Ja. Stellen Sie doch einfach Rechnungen an Ihre eigene Firma. Ja. Also würde mir jetzt so ganz spontan auch noch einfallen. Aber ich fand das interessant auch mit dem Risiko auslagern. Das ist ein sehr, sehr guter Gedankengang. Muss ich mal, das ist ein Gutieren dieses Gedankens, mein lieber Jay. Ja. Mal gucken, ob und wann wir davon wieder was hören, weil ist ja so ein schnelllebiges Zeitfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Ja. Mich würde es gar nicht wundern, wenn man da erstmal nichts mehr von hört, aber dafür dürfte der Druck hoch genug sein, dass das nicht totzuschweigen ist mehr. Ja. Vielleicht bald wieder hier. Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall dahinterher, weil also mich macht sowas ja wahnsinnig, wenn man bei der Recherche nicht an Informationen kommt, weil sie nicht da sind. Und sobald ich was höre von der Blackman-Geschichte, von was auch immer Pershing Square, John Team Company am Ende wird, gebe ich Bescheid, dann machen wir hier weiter. Aber für den Moment können wir, glaube ich, erstmal festhalten, spannend und neu. Spannende und neue Finanzinnovation. Ja. Biete ihm doch einfach Börsenbunch-TV zum Kauf an. ich lade ihn mal ein. Der sollte sich mal bitte rechtfertigen kommen hier. Wir würden das noch nicht verstehen. Ja. Okay.